Liebe Freunde da draußen, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch begrüßen zu meinem Neumond-Newsletter. Neumond haben wir am 24. März im Zeichen Fische und dieser Neumond wird uns einen großen Schwung an Erneuerungen bringen. Warum? Weil sich genau um diese Zeit wahrscheinlich etwas ereignen wird, was uns alle aufrütteln wird, wo wir alle genau hinschauen werden. Vielleicht gibt es auch wie von Zauberhand einen neuen Impfstoff gegen Corona oder das richtige Medikament. Wie auch immer, wir werden es erleben. Neumond im Fische bedeutet auch, dass wir uns darauf besinnen, dass wir spirituelle Wesen sind, dass wir eine große Kraft haben, eine große Energie zur Verfügung haben, mit der wir arbeiten können. Wir können nun mitschwingen mit dieser Angst, die vorherrscht, oder wir können stoppen und ankommen bei uns selbst, um herauszufinden, was ist jetzt genau wirklich wichtig für uns als Einzelnen, aber auch für uns als Menschheit. Wir haben auch noch ein ganz besonders großes Thema, denn am 20.03. ist Frühlingsbeginn und damit auch verbunden das astrologische neue Jahr, das startet. Und wenn wir hinschauen, erkennen wir, dass dieses neue Jahr das einleitet, was wir jetzt schon leben dürfen. Das Jahr der Mondin führt uns zurück in die Familie, führt uns zurück in das Große, in die Menschheitsfamilie, führt uns dahin, dass wir wieder füreinander sorgen, dass wir zueinander stehen, dass wir darauf achten, dass es uns allen gut geht. Nicht nur uns Menschen hier in Österreich, sondern auch global gesehen. So wurde dieser Wandel eingeleitet und der wurde ganz sicher bei dieser starken Pluto-Saturn-Konjunktion im Januar eingeleitet. Und genau jetzt befinden wir uns auch in einer Zeit, wo sich im Steinbock 4 Planeten befinden. Es ist immer noch Pluto und Saturn im Steinbock. Es ist auch Jupiter im Steinbock, der bleibt ja noch den Rest des Jahres. Und gerade in dieser Zeit jetzt ist auch Mars im Steinbock. Das heißt, es ist viel, viel Energie in dieser Veränderung drinnen. Steinbock steht ja für das System, steht für die Politik, steht auch in dieser Energie etwas zu erreichen oder etwas zu verändern. Und nun beginnen all diese alten Säulen einzustürzen. Auch das Ego beginnt einzustürzen. Und zwar in einem Maß, ein kleines Wortspiel, ja auch, in einem Maß, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Also dass wirklich alles in einem hohen Tempo beginnt. Saturn wandert dann am 22. März das erste Mal in den Wassermann hinein. Also es bringt eine Zeit des Innehaltens, aber auch eine Zeit des Überdenkens, dieses sich Ausdehnen auf verschiedensten Ebenen und auch in die Zeit des Erneuerung. Also Saturn verbindet sich natürlich auch mit der Energie von Uranus. Und es beginnt ein Umdenken, ein neues Vordenken, eine Bewegung in eine neue Zeit. Saturn bleibt im Wassermann bis zum 2.7., also ab 2. Juli ist er dann wieder im Steinbock, hat jetzt die Vorwärtsbewegung und dann die Rückwärtsbewegung. Also diese Erneuerungen, dieses neue Denken, dieses Eröffnen eines neuen Weges ist eingeleitet und wir können nur beginnen mitzufließen, aufzuhören uns dagegen zu stemmen, aufzuhören unser Ego noch weiter forcieren zu wollen, sondern wirklich innezuhalten, zu überdenken, zu überlegen, auch in der Form, was kann ich tun für meine Mitmenschen, was kann ich anbieten, was ist jetzt notwendig, um eine Umkehr einzuleiten. Wir haben hier alle die Satellitenaufnahmen und Bilder gesehen, wie sich die Atmosphäre rund um China erneuert hat, wie gereinigt die Luft dort ist, wie wunderschön die Natur dort erblüht. Und so findet es auch jetzt statt in Europa,
In Triest sind die Delfine zurück. Die Fische haben wieder mehr Raum, sich auszudehnen, werden nicht mehr von diesen großen Booten, von diesen großen Schiffen verdrängt. Alles beginnt sich zu regenerieren und erneuern. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt ja uns im Frühling befinden. Alles beginnt zu sprießen, alles beginnt zu blühen. Vielleicht habt ihr genau jetzt Zeit, euch ein Gartenbeet anzulegen oder auf eurem Balkon Gemüse zu züchten. Vielleicht habt ihr genau jetzt Zeit, all die Dinge zu tun, für die in den letzten Jahren keine Zeit mehr war, weil wir getrieben waren. Getrieben von der Schnelligkeit des Lebens, getrieben von dem Glauben, etwas erreichen zu müssen. Wir müssen gar nichts erreichen. Es ist jetzt Zeit, um anzukommen bei uns selbst, uns den Raum zu nehmen, neue Gedanken zu denken, uns den Raum zu nehmen, neue Visionen zu kreieren, anzunehmen und da zu bleiben, dass wir uns auch seelisch entwickeln dürfen, nicht nur wirtschaftlich, sondern dass es niemals sein kann und auch sein darf, dass der Mensch unterhalb der Wirtschaft steht, unser soziales Miteinander geopfert wird für die Wirtschaft. Es kann nur so sein, dass wir als soziale Wesen, als soziale Menschen zueinander stehen und miteinander diesen Weg vorwärts gehen, in ein völlig neues Wirtschaftssystem hinein. Auch unser Bundeskanzler hat gestern davon gesprochen, dass es nach dieser Krise nicht mehr so sein wird, wie es vorher war. Davon bin ich fest überzeugt. Denn so wie es vorher war, hätte es nicht weitergehen können. Es hätte in den Kollaps geführt. Und so wurden wir von der Natur, von der Erde, wie auch immer, dazu gezwungen, innezuhalten, Tempo rauszunehmen und zu schauen, was sich rund um uns gestaltet. Wir alle gemeinsam, wir alle miteinander, wir alle als fühlende Wesen. Und so wird sich das Jahr der Mondin auch gestalten. Immer mehr werden wir erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Immer mehr werden wir erkennen, was wir geben können, was wir dem Kollektiv geben können, was wir anbieten können, wie wir bereit sind zu teilen und für uns zu sorgen und für die Menschen um uns zu sorgen, für unsere Familie und im weitesten Sinne natürlich auch für die Menschheitsfamilie. Und alle Menschen sind davon betroffen. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass sich ein Land verändert, es geht darum, dass sich die Welt verändert. Ich bin zwar nicht begeistert von dem, was jetzt gerade passiert und dass wir wahrscheinlich viele Menschen betrauern müssen, aber ich bin begeistert davon, dass es in die Veränderung geht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gestärkt und in Verbundenheit aus dieser Veränderung herausgehen, in eine neue Welt, in eine neue Zukunft. So wie wir sie uns bisher noch gar nicht vorstellen konnten. Darum sind wir jetzt ganz stark gefordert, unseren Geist einzusetzen, unseren Spirit einzusetzen und hinauszugehen und zu sagen, ich arbeite mit an der Erneuerung der Welt, ich arbeite mit an der Erneuerung meines Daseins. Ich freue mich auf euch. Wahrscheinlich wird der nächste Astrodog auch über Zoom stattfinden, da ich annehme, dass wir uns noch nicht treffen können, dass wir noch nicht gemeinsam gestalten können. Mal schauen. Also, passt gut auf euch auf, habt es gut. Ich schicke auch heute meinen Newsletter raus, damit ihr alles noch nachlesen könnt, was ich jetzt besprochen habe. Stärkt euch. Geht mit der Energie, geht mit der Zeit. Habt es fein, bleibt gesund, auf bald. Namaste, Silvia.